Hey Leute, heute geht es um Ender War. Zunächst natürlich die Erklärung, was ist das eigentlich? Ender War ist ein Spiel, das dem Aufbau von Survival Games ein wenig ähnelt. Das Ziel ist es, wie bei vielen anderen Spielen auch, das Töten aller vorhandenen Mitspieler. Wer als letztes übrig bleibt, hat gewonnen. Ihr spawnt zunächst mit den anderen Spielern auf einer Plattform. Auf dieser befinden sich dann gleich am Anfang Enderkisten, die Items enthalten. Vorher könnt ihr euch in der Wartelobby ein Kit aussuchen. Und das sind nicht gerade wenig. Für Ender War gibt es keine spezielle Map, die ihr haben, bauen oder setzen müsst. Es ist einfach eine random generierte Overworld Map. Der Spawn der zu anfangs erwähnten Plattform ändert sich dann auch bei jedem Spiel neu. So habt ihr jedes Mal eine komplett neue Map, auch wenn diese nur random generiert ist. Wenn das Spiel losgeht, habt ihr am Anfang noch eine PvP-Protection. Ihr solltet euch nun langsam aber sicher von der Plattform runter bewegen, um euch auf die Suche nach weiteren Enderkisten zu begeben. Wenn die 2 Minuten der PvP-Protection um sind, geht das Spiel erst richtig los. Nach einem Intervall werden zufällig die Positionen der Spieler getauscht. Habt ihr also gerade eine Kiste entdeckt? Wollt ihr sie öffnen? Kann es sein, dass ihr im nächsten Moment an einer ganz anderen Stelle wieder spawnt. Der Spieler, der mit euch dann getauscht hat, freut sich dann gegebenenfalls über eure entdeckte Kiste. Aber wenn die Welt nicht begrenzt ist, wie soll man sich denn eigentlich finden? Der Entwickler hat natürlich an alles gedacht. Ihr besitzt einen Kompass, benutzt bzw. klickt ihr diesen an, wird der nächste gelegene Spieler angezeigt. Neben vielen anderen Features und Spielmechaniken überlasse ich es euch nun selbst, das Spiel zu erkunden, zumal die Kits ja schon eine sehr weite Bandbreite an Möglichkeiten abdecken. Um auf den Punkt zu kommen, zeige ich euch nun, wie ihr das Spiel auf dem Server installieren könnt. Und Leute, das ist das kürzeste Setup, das es jemals gegeben hat. Deshalb hoffe ich mal, dass 100% der Zuschauer von euch 0% Probleme bei diesem Plugin haben wird. Also, die Installation. Ihr ladet euch die neueste Version von Ender War herunter und fügt diese Jar wie gewohnt in euren Plugins-Ordner. Zusätzlich brauchen wir jetzt noch das Plugin Multiverse, damit wir die Welt für Ender War erstellen können. Habt ihr beides drauf? Startet den Server und geht drauf. Um nun eine Welt zu erstellen, gebt ihr den Befehl /mv-create, den Namen der Map und ein Normal dahinter ein. Wartet, bis sich die Welt erstellt hat und geht dann mit dem Befehl /mvtp, den Namen der Map, auf diese Welt. Für die Ender War Befehle gebt ihr jetzt einfach den Befehl /ew-help ein. Dann bekommt ihr eine Übersicht über die ganzen Befehle. Als allererstes geben wir den Befehl /ew-add ein und natürlich einen Namen für das Game. So könnt ihr für euren Server zum Beispiel auch mehrere Arenen für das Ender War Plugin erstellen. Dafür benötigt ihr aber jedes Mal immer eine neue Map, die ihr mit Multiverse erstellt. Ist das Adden der Welt erfolgreich gewesen, gehen wir wieder auf unsere Hauptwelt. Nun brauchen wir noch eine Lobby. Die erstellen wir pro Game natürlich auch unterschiedlich. Wenn wir 3 Ender War Arenen haben, brauchen wir natürlich auch 3 Lobbys. Die Lobby setzen wir nun mit dem Befehl /ewz-lobby und der dazugehörige Game-Name, den wir eben mit /ew-add eingegeben haben. Nun fehlt nur noch das Schild. Platziert es und schreibt in die erste Zeile mit eckigen Klammern EW. Und in die zweite Zeile schreibt ihr den Namen eures Games. Das war's. Nun müssen wir uns nur noch um die Permissions kümmern. Denkt auch daran, dass die User auf der Enderwar-Welt abbauen dürfen, denn das ist auch ein Spielelement des Spiels, dass ihr zum Beispiel einen Baum abholzt, um daraus eine Werkbank zu bauen. Die Permissions für die User, damit sie Ender War spielen können, ist ew.play. Okay, bei weiteren Fragen, Kommentar oder PN an mich. Ich hoffe natürlich, euch hat das Tutorial gefallen. Wenn etwas nicht funktionieren sollte, stehe ich im Kontakt mit dem Entwickler mcserverexpert.de und kann bei Fragen von euch eben sie direkt weiterleiten. Also, das war's mal wieder von mir und wir sehen uns dann im nächsten Video.